Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ingrid Thurnherr und ich freue mich sehr, heute bei Guten Morgen Österreich in aller Herrgottsfrüh hier bei Ihnen zu sein. Ich freue mich sehr auf meinen Moderator heute, der die eine oder andere Frage stellen wird. Und ich freue mich sehr auf Marco Ventre. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr. Marion Petritsch. Guten Morgen. Das Stimmwunder von Ö3, kennt man dich. Du hast mehr als noch die Ingrid Thurnherr drauf. Zum Beispiel. Nein, das sind einige. Ich meine, die Gerda Rotschers hat ja immer was zu sagen. Wir haben einen Neumond im Widder, wir haben die Sonne im Widder. Jetzt geht's ja rund. Schauen Sie sich die Natur an. Die Blumen blühen alle gleichzeitig. Und das ist jetzt auch jetzt sozusagen, wir haben ja heute Ehrentag des Unkrauts. Da können wir da auch drüber reden, über das Unkraut. Hätte ich gesehen. Ja, liebe Marion, das ist für dich eine Zeit, wo du sagst, normalerweise stehst du um diese Zeit nicht auf, da kommst du erst nach Hause. Nein, so ist es nicht, aber ich vor 1, 2 gehe ich jetzt nicht zu Bette, weil ich wirklich eine Nachteule bin, aber so 8:30 ist eine perfekte Aufstehzeit für mich. Ja. Da sind wir schon wieder fertig. Ja, quasi, ja. Aber es ist alles Einstellungssache, es hat hervorragend funktioniert, auch nur mit 4,5 Stunden Schlaf. Schön, weil du bist nämlich auch on Tour mit deinem aktuellen Programm, das heißt, Fisch, Grete und das Kammerl des Schreckens. Vorbereitung ist das halbe Leben. Du, worum geht es da bei dir im Programm? Das ist ein Krimi, da fällt ein Schuss. Und die Fischgräte, die Mutti, glaubt, es ist ein Mord passiert. Und es ist natürlich keiner. Und sie muss durch ein riesengroßes Einkaufscenter, wird an allen Geschäften aufgehalten. Überall wird ihr was angedreht. Sie kommt nicht weiter, es hilft ihr keiner. Sie übernimmt selber als Miss Marple, weil beim Mopel in der Hand bitchen. Und am Schluss klärt sich es dann natürlich auf. Das ist ein Irrtum, aber sehr lustig mit sehr viel Musik. Ich komme ja aus der Musik, also dass es kurzweilig ist. Und es ist eine richtige Show, also richtig eine Entertainment-Show. Revue würde jetzt zu altfadrisch klingen. Die Termine findet man natürlich dann auf deiner Homepage. www.marionpetritsch.at. So viel Zeit muss sein. Natürlich. Meine Thermosflasche passt zu deinen Blumen. Wunderbar, du überlässt nichts dem Zufall. Wobei, da sind wir schon beim Stichwort. Wie macht man das, dass man die Stimmen so originalgetreu hinbekommt wie du? Es hat mit Musikalität. Es hat mit Musikalität zu tun. Ich beame mich quasi in das Soundbett dieser Figur. Ja. Und auch körperlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Turne hast, die steht immer so. Meine Damen und Herren. Und da kommt die Stimme so, eine Vera Russo macht mit den Händen so, macht auch mit dem Kopf so. Ich freue mich sehr. Heute Vera, das kommt in den besten Familien. Also die hat einen anderen Duktus, verstehst du? Oder ein Wolf Lambros macht meistens mit seinen Händen so und der freut sich und sagt, du bist das Unkraut in meinem Gemeindebau. Zum Tag des Unkrauts, falls du es jetzt nicht verstanden hast. Was würde zum Beispiel die deutsche Bundeskanzlerin Merkel zum Tag des Unkrauts machen? Also ich würde mal wagen, in meiner Jugend, Genossen und Genossen, haben wir dieses Kraut ja geraucht. Ganz nach dem Motto, wir passen das! Würdest du auch spontan jetzt jemanden imitieren können oder braucht man da schon Wochen, Monate lang, Videostudio? Na, spontan, ich jetzt bei dir stehe und du sagst jetzt also Eva Bölzel zum Beispiel, könntest du jetzt spontan nachmachen? Einhören müsste ich mich. Also dazu habe ich sie jetzt zu wenig gehört. Ich schaue natürlich, wo sofort irgendwelche Auffälligkeiten da sind. Wo liegt ein L, wo liegt ein S, wo liegt die Stimme? Ja. Und da drücke ich dann drauf und überzeichne es. Das wird ja dann die Parodie, sonst wäre es ja die Imitation. Ich möchte nicht imitieren, ich möchte parodieren. Parodie. Und du kannst nur parodieren, wenn du gut imitieren kannst. Ja, wie lange brauchst du dann so für eine Stimme, dass du sie perfekt drauf hast? Kommt drauf an. Also es ist so, ich bin im Altmodus, der Turnherr sozusagen, also wenn ich jetzt so sprich oder so sagen meine Freundinnen, auch das war jetzt wirklich wie die Turnherr, dabei spreche ich eigentlich wie ich. Ja, also du verfehlst auch immer. Ja, aber auch irgendwo, das ist so, oder wenn ich hysterisch bin. Und was noch dazu kommt, ist, dass man dich schwer unterbrechen kann, aber ich möchte jetzt die Schönheiten zeigen. Setz dich durch, Stier, Ich möchte Ihnen nur die Schönheiten zeigen von Himmelberg, wo wir heute sind, zweiter Tag unserer Kärntenwoche. Und im 19. Jahrhundert war das quasi das Zentrum der Schmiedemeister. Ein bisschen geschmiedet wird jetzt immer noch, aber es ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Schauen Sie sich das an. Das ist ja das. Ah, es ist immer wieder wunderbar, wenn Kinder Lieder singen und so mit einer großen Begeisterung dabei sind. Der Applaus ist Ihnen natürlich, verdient. Marion Petritsch, das immer da. Stimmwunder
von Ö3 kennt man dich. Mit den Comedy-Hirten hast du angefangen. Deine Paraderolle, und auf die wirst du, glaube ich, immer wieder angesprochen, ist die Gerda Rogers. Ja. Weil wir gerade auch vorher gesprochen haben mit der Frau Steiner-Hämmerle. Morgen beginnen ja die Austrittsverhandlungen zum Austritt eben von Großbritannien aus der EU. Was würde denn die Gerda Rogers da in den Sternen sehen? Ich hätte ja gesehen, wir haben 2017. Und 2017 ist ein Jahr der Vereinigung. Also das passte astrologisch überhaupt nicht. Ich hätte gesehen, es ist ein Jahr der Polaritäten, der Innovation, auch das Jahr der Überraschungen. Aber ich wäre von der astrologischen Konstellation, ist es eher ein Jahr der Vereinigung, nicht des Austritts. Ja. Also wir werden mal schauen, was da herauskommt. Das passt nicht gut zusammen. Hätte ich gesehen. Ja. Wobei, liebe Vera Rusholm, das kommt in den besten Familien vor, so eine Scheidung, oder? Wir haben auch 2017 ein Jahr der Überraschungen, wir schon angekündigt. Und da kannst du nicht sein, dass auf einen Tag auf den anderen etwas völlig anderes passiert. Und Vera Rusholm weiß das natürlich viel früher als alle anderen. Wobei der Niki Lauda würde sagen, können wir endlich wieder Geld sparen, ne? Selbstverständlich, ich freue mich, dass ich heute hier bin. Wo ist meine Kamera in diesem beklopften Verein? Kriegt man nicht einen Kaffee? Ich habe meine Tupperboxen mitgebracht, damit ich wenigstens die restlichen Brötchen von dem Kindergarten da einpacken kann. Alles andere ist so ein kompletter Schwachsinn. Dankeschön, euer Niki. Wie schwierig ist es, dass man von einer Figur auf die andere innerhalb von wenigen Augenblicken umswitcht? Es ist interessant, das fragt jeder und ich kann es auch nicht beantworten, weil ich sehe das Gesicht der Figur und beame mich quasi in diese Figur hinein und dann kommt auch, natürlich, das übst du schon. Ja. Das ist aber jetzt auch nicht sehr lang, weil ich ja auch ungeduldig bin, es muss schnell gehen. Aber machst du das während dem Autofahren auch immer, dass du irgendwie andere imitierst, parodierst? Ja, auch unter der Dusche oder während du gerade irgendwas machst, denkst du, dann höre ich was und denke mir, aha, das klingt wie, und dann bleibe ich kurz dran. Ich lerne so Stück für Stück aus dem Raum heraus, nicht aus dem Blatt. Ganz schnell die schwierigste Figur, die du machst? Die schwierigste? Zum Lernen gewesen? Ja, das war die Fiona Swarovski, weil das musst du mal hinkriegen mit der Stimme, da musst du das Mikro zurücktragen, die kriegen schon alle einen Anfall da hinten, aber es ist trotzdem die schönste, die tollste und glücklichste Sendung in meinem ganzen Leben. Eva, zu dir. Du hast gar keine Kamera, ich schenke dir eine Kamera. Ja, wow, du bist so großzügig, so lustig, du bringst uns ganz durcheinander, Marion. Oder Fiona, oder wie immer ich das erste Mal. Das erste Mal, dass ich fünf Interviewpartner gleichzeitig habe. Ja, bitte, das ist nicht schlecht. Das ist immer so toll, wenn wir so wunderbare Parodisten hier zu Gast haben. So, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Bei uns gewinnen Sie jetzt was. Zu gewinnen gibt es ein Wochenende für zwei Personen im Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf. Hier ist jetzt nochmal Marion Petritsch, Kabarettistin, Parodistin. Und die gute Marion, beziehungsweise die Fischgräte, die hat ja auch ein bisschen mit Pollen Probleme, oder? Nein, Gerti Motti, die hat ja gar nichts wegen die Pollen. Ich habe ja eine Allergie auf mein Babybettchen. Wisst ihr, der Vater von dem einigen Bettchen, der Baby. Ich habe mich jetzt angemeldet bei der Frau Sperre, weißt du, bei der Krauperten, gell? Weil wie mein Baby loswerden, es hilft ja alles nichts. Aber gegen sonst bin ich nichts allergisch, weil der Baby, der reicht mir vollkommen. Wir haben eine richtig moderne Beziehung. Eine On-Off-Beziehung. Wobei er der Off ist. Das ist ja das. Mei, schallieb, seid alle da, so viel Leid, gell? So schön da in Himmelberg. Ja, zu sehen übrigens übermorgen im Orpheum in Graz. Nein, Casineum. Eine Reihe gibt es. Orpheum ist in Wien. Ja, gibt es auch in Graz, aber diesmal ist das Casineum. Ich freue mich sehr. Übermorgen 19.30 Uhr geht's los für alle Steirer. Super, super. Liebe, noch einmal, wollen wir den Tag noch kurz schauen, was sagen die Sterne zum heutigen Tag, zu diesem 28. März? Naja, wir haben ja heute, es regieren ja die Widder, wir haben ja Sonne, Widder, wir haben auch jetzt Neumond im Widder, also wir haben ja gleich fünf Planeten im Widder, wobei die rückläufige Venus ist im Stier, da können wir so ein bisschen aufräumen mit ihren Beziehungen zu Hause, aber ansonsten ist es ein sehr sonniger Tag und die Gerda Rogers freut sich sehr, weil ich sage Ihnen, also im April geht es dann rund, da müssen wir alle ein bisschen Seelen aufräumen machen, dass was weitergeht auf der Welt, gell? Ihre Gerda Rogers. Danke, Marion Petritsch, Marco. Ja, und ich hätte was gesehen, nicht? Dass da die Neffen der Tante Eleonore stehen, die uns heute musikalisch durch diesen Morgen begleitet haben. Ja, und ihr fahrt jetzt nach getaner Arbeit wieder zur Tante nach Hause. Jetzt geht's wieder zur Tante nach Hause. Holen wir uns Lob oder Tadel ab, hoffentlich mehr Lob. Ist sie eine strenge? Sie ist eine sehr strenge. Ja? Ja. Die Tante Eleonore. In welchem Alter ist sie eigentlich? Das wollen wir so nicht verraten. Sie ist betagt.